gefolgt von einer Massage und einem kargen Frühstück. Es dauert eine Stunde, bis mich die Kammerzofe in das Korsett eingeschmiert hat. Wenn das getan ist, kann ich kaum atmen. Wenn ich einen 45 cm Taille erreichen will, kann ich das auch nicht erwarten. Später mache ich Gymnastik, Fechte oder hier reiten. Das Mittagessen ist eine dünne Suppe. Danach mache ich gern ausgedehnte Spaziergänge. Am liebsten sind mir schnelle Märsche auf dem Land. Ich gehe oft bis zu 10 Stunden. Ich wiege mich dreimal am Tag. Und jetzt, da ich mich auf einen der vielen Hofbälle vorbereite, verspüre ich das wachsende Unbehagen, Fremde zu treffen. Früher litt ich nur unter der Nervosität eines scheuen jungen Mädchens. Und jetzt empfinde ich langsam. Sie werden nach dem geringsten Makel in meinem Aussehen oder an meinem Kleid suchen. Einmal entdeckt, wird das sofort notiert. Sie sehen also, dass die Erhaltung meiner Figur und meiner Schönheit jede meiner Wochenstunden in Anspruch nimmt. Wenig Zeit bleibt für die Familie oder die monarchischen Pflichten. Dieses Leben kann ich nicht kontrollieren. Meine Schönheit kann ich kontrollieren. Meine Schönheit ist alles, was ich habe. Nur der LKW ist halt nicht am Hof bereit. Schau mal, Bond. Gibt's einen Film von Sissi? Ach so. Ah, das war's. Das musst du überkommen. Ja, das mit der extra bezahlen musst.
Nachbarn sein. Aber wenn es genauso eine Größe ist, wie das die ganze, oder? Okay, anscheinend. Hä? Lady Gaga und Crow sind anscheinend. Was war ein Foto denn jetzt zwischen Madonna und Freddie Mercury? Ja, so heißt der Typ. Aber zuerst möchte ich ein bisschen ein besseres Bild von Falco. Wird so gelaufen. Bitte? Ihr dachtet, dass das zu kurz gewesen ist. Ja, das war ja. Kurz. War ziemlich kurz, aber ich meine, ich bin das länger, ja. Ist das größer, ja. Ihr könnt ja hier warten. Ich lauf. Moment, ich lauf zurück. Und wo gehst du? Ich lauf nochmal zurück und komm. Ja, dann lauf nochmal zurück. Thank you.